Der Bus kommt sehr schön. Hallo, ich wollte eigentlich mitfahren. Ja, echt jetzt? Da stand doch einer, oder? Och, ich hab das nicht gesehen. Na toll. Jetzt bin ich zu weit weg. Ups. Ja, das ist echt, boah, das blendet alles immer so. Stopp! Ja, dunkle Jahreszeit, es wird schon sehr früh dunkel, 16 Uhr ist schon zappenduster und dann steht ihr vielleicht an einer Haltestelle, die nicht beleuchtet ist und in einem Dorf und da kommt vielleicht der Bus alle 2 Stunden einmal. Und ihr seid als Einziges jetzt an dieser Haltestelle, es ist dunkel und mit Mal fährt dieser Bus an euch vorbei. Oh Gott, natürlich ärgerlich, aber wie kann man sich dabei helfen? Also es gibt ganz einfache Tricks. Also erstmal ist es so, ich erkläre mal, warum das passiert, dass wir vorbeifahren. Wenn ihr zum Beispiel noch dazu Regen ist. Also wenn Schnee liegt, ist es ja ein bisschen heller, reflektiert ja mehr, sieht man besser zum Beispiel. Ja, ist einfach so. Aber wir haben eine Innenraumbeleuchtung an, da reflektiert das schon in der Scheibe, wie man hier ganz kurz sieht. Dann, wenn es noch draußen regnet oder starker Schneefall ist oder auch nebelig oder diesig ist, dann erschwert das unsere Sicht nach außen. Aufgrund der Reflexion, die wir hier im Spiegel, also die wir in der Frontscheibe haben, mit Innenraumbeleuchtung. Deswegen gibt es auch ein tolles Blue Light praktisch bei den MANs zum Beispiel, die dunkeln praktisch ja extrem gut ab und dann ist der Innenraum blau. Aber hier vorne blendet das dann nicht so stark vom Innenraum her. Und man kann natürlich auch über einen Kippschalter verschiedene Stufen einstellen. Bei Dunkelheit habe ich tatsächlich immer die niedrigste Innenraumbeleuchtung an. Trotzdem spiegelt sich das irgendwie immer wieder. Und dann ja, kommt der Regen hinzu, den vielleicht noch schlechtes Licht von dem Fahrzeug an sich selbst, also das schlechte Abblendlicht. Ja, und dann sieht man da irgendeinen Schatten stehen, weiß aber nicht, ob es vielleicht ein Baum ist oder ob es der Haltestellenmast ist. Ja, man fährt schon langsam ran, tatsächlich. Also man achtet schon darauf, dass man an diese Haltestelle da ranfährt. Wenn das sogar noch ein Wartehäuschen ist, dann kann es echt zu einem Problem werden, wenn ihr da sogar zum Beispiel drin sitzt. Weil wir haben ja mal in einem Video gelernt, dass ein Busfahrer oder eine Busfahrerin nicht an jeder Haltestelle anhalten muss, wenn da zum Beispiel auch keiner aussteigen möchte. Und ich mache es grundsätzlich so, das machen auch viele andere Kollegen und Kolleginnen, bei dunkler Jahreszeit, schlechte Sicht, Regen, viele Einflüsse von draußen noch, dann langsam an der Haltestelle heranzufahren und dann nochmal so ein bisschen zu schauen, ob da wirklich keiner steht und notfalls auch nach der Haltestelle nochmal kurz anhalten, wenn man doch irgendwann im Spiegel gemerkt hat, dass da einer irgendwie sich doch bewegt hat, kann man auch nochmal so ein paar Meterchen hinter der Haltestelle anhalten. Das ist natürlich möglich. Je nachdem, wie es die Verkehrslage allerdings aber auch wieder zulässt. Das ist immer so eine Sache. Wenn jetzt hinter mir, keine Ahnung, ein Riesenkonvoi von Fahrzeugen sind, dann werden wir uns hüten, eine Vollbremsung dahin zu brettern. Weil man kann versuchen, langsam abzublenden, also abzubremsen, Blinker rechts zu setzen, damit der hinterfließende Verkehr weiß, okay, der geht jetzt in die Eisen, der möchte jetzt anhalten. Aber mit einer Vollbremsung, nur weil ihr da jetzt gerade gewunken habt und wir gerade vielleicht 5 Meter an der Haltestelle vorbeigefahren sind, einfach so in die Eisen zu gehen, um den nachfolgenden Verkehr im schlimmsten Fall sogar zu gefährden, das machen wir natürlich nicht. Aber wenn das möglich ist, zum Beispiel, weil jetzt keine Autos hinter einem sind und der Bus hält jetzt, sag ich mal, 10, 20 Meter hinter der Haltestelle an, setzt einen Blinker rechts und dann seht ihr halt schon, okay, er hat mich jetzt wahrgenommen, also komme ich mal hin und dann kriegt ihr vielleicht vom Busfahrer oder von der Busfahrerin das große Du-Du zu hören, was man nämlich ändern könnte. Dazu kommen wir nämlich ganz kurz jetzt. So steht man hier mitten im Dunkeln. Ohne irgendwas. Ganz schwer zu erkennen, wenn man hier mit dem Bus ankommt, obwohl hier Licht zum Beispiel ist. Also dunkel. Was kann man tun? Michi holt jetzt mal ihr Handy raus. Also, was wäre die erste Möglichkeit, die man machen könnte? Licht vom Display an. Und leuchten. Alternativ, hast du Taschenlampe? Ja. Hallo. Genau. Man sieht wunderbar die Taschenlampe und das gültige Fahrausweis. Und wenn man jetzt hier im Bus ist, ja, und man hat die Türen zu, so, und man sitzt jetzt hier und jetzt noch rechts, ah, da steht ja jemand, ah, dann mache ich mal die Tür auf,
Ja, Sie möchten gerne mit, kein Problem. Aber, kannst du wieder ausmachen, Taschenlampe? Aber was kann man noch machen? Was ist noch gut? Ich gebe jetzt Michi mal ganz kurz was in der Hand. So, die Michi hat sich jetzt umgezogen und tada, sie strahlt. Und wenn man jetzt sogar die Tür schließt, nochmal. Und jetzt nach rechts guckt. Oh, das ist ein bisschen heller. Oh, jetzt strahlt sie noch mehr. Also, tatsächlich sind reflektierende Streifen wirklich gut. Man sieht ja hier, wie schön das reflektiert. Ja, Michi, vielen Dank, dass du hier in der dunklen Haltestelle jetzt doch mitfahren darfst. Darf ich jetzt mitfahren? Ja, sehr gerne. Einsteigen bitte. An sich auch tatsächlich helle Kleidung. Zieht euch wirklich helle Kleidung an und nicht so komplett im dunklen Schwarz oder am besten noch hier in Camouflage, Tarnmuster, Hose da an der Haltestelle am Mast gelehnt stehen. Das ist natürlich auch ganz schön, ja, manchmal sehr, da guckt man so, regt sich niemand und dann auf einmal sieht man so, oh, Tarnanzug, ja, Tarnmodus an. Also dunkle Kleidung tatsächlich auch ein bisschen versuchen zu vermeiden, wenn man abends unterwegs ist. Es ist sowieso besser, wenn man etwas hellere Kleidung anzieht. Alles andere, was Licht erzeugt, Taschenlampe, Fahrradlicht oder auch Reflektoren zum Beispiel, also an den Armen oder so, alles, was so ein bisschen wieder Gegenlicht streut, das ist immer sehr hilfreich für uns Fahrer und für die Fahrerinnen. Ich kann es nur empfehlen, tatsächlich, wenn ihr sicher seid, dass ihr jetzt unbedingt diesen Bus mitsteht, ihr auf dem Dorf lebt, wo alle zwei Stunden vielleicht der Bus fährt und ihr wollt unbedingt diesen Bus mitnehmen, ihr seht diesen Bus langsam kommen, dann macht euch bemerkbar, auch im Dunkeln tatsächlich. Verlasst euch nicht darauf, dass der Bus definitiv anhält, gerade weil es vielleicht keine beleuchtete Haltestelle ist. Ein Hoch auf beleuchtete Haltestellen, leider aber nicht überall möglich. Daher ist das schon ganz gut, wenn ihr euch da irgendwo ein bisschen ein Stück weit bemerkbar macht. Ja, es passiert oft, dass wir dran vorbeifahren, im letzten Augenblick da jemanden fuchteln sehen, aber wir es aus verkehrstechnischen Gründen nicht mehr möglich ist, anzuhalten. Dann ist das leider wirklich echt ein Problem und es ist, tut uns leid, aber wir können da jetzt keinen U-Turn hinlegen, um euch wieder einzusammeln. Das ist nicht immer möglich. Daher achte tatsächlich so ein Stück weit auch auf die Kleidung. In diesem Sinne, hoffe, euch hat dieses Video so ein bisschen gefallen. Dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Video, euer Herr Busfahrer. Und falls ihr das noch nicht getan habt, aktiviert gerne die Glocke, diskutiert mit mir, kommentiert gerne und ja, bin gespannt auf eure Erfahrungen, wie ihr das im Dunkeln handelt. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Video, euer Herr Busfahrer. So, es ist hier aber auch heute eine Suppe draußen. Ey, man sieht gar nichts. Ich sehe sowieso gerade nichts. Ich zeige euch auch mal, warum ich gerade nichts sehe. Passt auf, ich filme das mal eben. Also wenn ich jetzt so Bus fahren würde, hätte ich ein Problem, definitiv. So, Videomodus, ich zeige euch das. Also, das ist jetzt mein Blickwinkel zu euch, ja. Tada! Man sieht gar nichts. Ne? Da ist Kamera, da ist mein Licht, hier oben ist mein Blue Light, Background-Beleuchtung und da ist die Frontscheibe und da bin ich. Winkel. Also man sieht gar nichts. So sieht mein Setup im Dunkeln aus und das ist natürlich extrem hell. Also es blendet gerade, aber ich gucke ja da in der Kamera, da. Ich mache mal ganz kurz das Licht aus. Ich zeige euch das mal ganz kurz, wie das aussehen könnte, wenn ich jetzt mal... So, jetzt ist der Blick nach draußen. Also man sieht ja schon hier in der Scheibe schon meine Reflexion. Ne? Also man sieht es ja da schon. Also man sieht mich jetzt hier nicht mehr. Ne? Also da, das Blaue. Ne? Das, dieses blaue Licht, das ist, mindert natürlich die Reflexion. Jetzt mache ich mal die Innenraum. Zack, und gleich alles viel stärker. In der Reflexion und mit dem blauen Licht, ja, das hat ja, haben einige MANs, minimiert das tatsächlich. Und wenn das so angenehm blau im Innenraum auch ist, also mit diesem blauen Licht, dann ist es tatsächlich für die Fahrgäste noch hell genug und für uns ist der Blendeffekt hier vorne einfach vermindert und das ist eigentlich ganz, ganz, ganz cool so. Ja, aber nicht jedes Unternehmen hat dieses blaue Licht. Schöne Sache mit der Blue Light Geschichte, finde ich toll, ist eh meine Lieblingsfarbe daher und in diesem Sinne, jetzt sage ich aber wirklich tschüss, bis zum nächsten Video, euer Busfahrer, ciao.